Moin Moin, herzlich willkommen auf meinem Multicard-Channel. Ihr seid heute genau richtig hier am Start, wenn eure Armaturentafel hoch auf halb 8 hängt. Wenn die originalen Halterungen abgebrochen sind, wenn die ganze Sache hier irgendwie mit komischen provisorischen Halterungsangelegenheiten festgemacht ist und ihr wissen wollt, wie die Sache hier gelöst wurde, dann seid ihr heute genau richtig. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid und Film ab, viel Spaß beim Schauen. Seit ich den Multicar habe, hängt dieses ganze Ding hier auf halb 8. Habt ihr ja auch schon mehrmals gesehen in meinen Videos und auch kommentiert. Und was machst du denn da? ja, das ist jetzt, da muss auf alle Fälle was passieren, das nervt mich total. Und da hat mich ein Abonnent, Mensch, ich habe schon wieder den Namen vergessen, aber ich blende das ein jetzt, hat mich auf die Idee gebracht und hat mich erstmal aufgeklärt, wie das Ding überhaupt original dran ist. Und zwar ist es so, dass hier eigentlich original so eine Kunststoffnippel sozusagen, schon wieder die Kunststoffnippel, dass die eigentlich original hier dran sind. Und dann sind hier wie so eine Art Dübel drin, und zwar höchstwahrscheinlich die gleichen Dübel, wie auch vorne euer Multicar-Emblem an der Karosserie festgemacht ist. Ja, und diese Kunststoffnippel, die brechen natürlich irgendwann mal ab und dann hängt das hier auf halb 8. Und ja, ist natürlich denn doof. Ich fand diese Variante von Christopher auch ganz gut mit dieser Verschraubung hier so über Eck. Aber ich will jetzt erstmal was anderes ausprobieren. Ja, im Prinzip relativ so ähnlich wie das Original war. Na, mal sehen, wie wir das jetzt hinkriegen. Die Armaturentafel rausnehmen. Empfehlung: Hauptschalter ausmachen, Zündschloss aus, dass sie hier keinen kurzen kriegt. Und ja, jetzt müssen wir die ganze Sache mal ausbauen. Und dann, wenn wir das ausgebaut haben, dann verrate ich euch, wie wir die ganze Sache, ja, wie wir das festmachen wollen. Ist ein Versuch. Mal gucken. Ja, jetzt bauen wir das erstmal aus. Jetzt ist natürlich die Kunst da drin, das so auszubauen, dass wir das nachher auch ohne Probleme alles wieder angeschlossen kriegen. So kommt. Ja, ist natürlich toll, dass ich natürlich erstmal hier diese ganzen kleinen Farben und so für die Anzeigen alle rausgefallen. Aber gut, dann kann man das wenigstens alles mal vernünftig sauber machen. Das ist jetzt eigentlich auch nicht so schlimm. Man muss aufpassen, dass man nicht verliert. We'll be right back.
Ja, dann haben wir jetzt hier unsere Anzeige. Ist doch Wahnsinn, ich habe mal geguckt, also die Dinger irgendwie, die sollen ja irgendwie alle 150 Euro kosten, dieses Kunststoffteil. So, jetzt verrate ich euch mal die ganze Sache, wie wir das machen wollen. Also Plan ist eigentlich, dass wir hier, wo diese Halterungen, diese Nippel abgebrochen sind, dass wir das erstmal ein bisschen Plan machen mit einem Dremel. Dann werden wir hier ein dünnes Loch bohren. Dann kommt hier ein Metallstift drin geklebt, wie ein Nagel oder irgendwas, der die dementsprechende Durchmesser hat. Und dann habe ich hier so eine Dübel, 5er Dübel. Da muss ich erstmal gucken, was wir da für eine Metallstifte nehmen. Und diese Dübel, die passen hier genau, mal gucken, die passen da genau rein. Und dann ist eigentlich der Plan, dass wir das hier wieder original standardmäßig von vorne rinklicken können. Dann kann ich das hier alles abmachen und dann wird das hier wieder ordentlich reingeklickt. So ist der Plan. Werden wir mal sehen. Ne? Gut, gehen wir erstmal in meine chaotische Dorfschmiede und dann geht's weiter. So, ja, dann werden wir mal sehen. Ihr seht ja, hier ist das so unsauber abgebrochen. Hier können wir natürlich kein vernünftiges Loch durchbohren, hier würde der Bohrer immer wegrutschen, deswegen müssen wir das erstmal ein bisschen Plan machen, die ganze Sache. So, jetzt ist die Sache Plan. Jetzt werde ich erstmal mit einem ganz dünnen Bohrer erstmal mittig ein Loch sägen. So, mal sehen, jetzt müssen wir uns mal gerade hier hinpacken, die ganze Sache. So, jetzt habe ich erstmal kleine Löcher in die Bord. Der ist natürlich. Was haben wir hier? Ja, ein 2,5er Bohrer. Nehmen wir mal den. Und da kann sein, dass wir den hinten den Dübel so ein bisschen aufschneiden und dann. Gut, wie gesagt, ist alles erstmal ein großes Experiment. So, was hatte ich gesagt? 2,5er Bohrer. Sind wir jetzt drin? Ja, das reicht locker aus.
Gut, so, dann brauchen wir 1, 2, 3, 4, 5 so eine Nägel. So, dann kommt das hier schon mal weg wieder. So, dann schauen wir mal, wie das aussieht. Ja. Natürlich jetzt erstmal ein bisschen brachial aus, aber ich möchte natürlich auch den Dübel, dass der Nagel auch hier hinten in diesen dünnen Bereich kommt, dass das richtig schön fest ist. Ja, mal gucken. Werden wir sehen. Oh, das ist ja schon richtig fest. Okay, so, dann wird die Sache jetzt eingeklebt. So, und bevor ich mit Sekundenkleber rumschmatter, ziehe ich mir auf alle Fälle erstmal Handschuhe an, weil den Rotz, den hat man sonst irgendwie mehr an den Finger als am zu klebenden Objekt. Da habe ich keine Lust drauf. Wo jetzt hier diese ganzen Lämpchen überall hinkommen, welche Farben wo, das muss ich mir zu Hause im Reparaturhandbuch angucken. Also das kriege ich jetzt aus dem Kopf hier nicht hin. So, sieht natürlich irgendwie ein bisschen brutal aus mit den Nägeln, aber gut. So, wie gesagt, dann habe ich hier diese Dübel drin. Und jetzt ist der große Moment, jetzt werden wir mal sehen, ob das hier funktioniert, die ganze Geschichte. Hier funktioniert. Zack. Scheint zu gehen. Ja, könnte natürlich ein bisschen straffer sein. Also das muss man sich da mal ausprobieren. Von der Festigkeit her, so wie ich die Sache gemanagt habe, war ich nicht so 100% zufrieden, muss ich sagen. Ich mache euch mal ein bisschen gerade. War ich nicht hundertprozentig zufrieden, weil das war mir immer noch zu locker, also musste ich die ganze Sache nachbessern. Und zwar Nummer 1 habe ich keine 5er Dübel verwendet, sondern habe 6er Dübel verwendet. Ja, die passen hier in dieses Loch auch wunderbar rein. Oh, richtig schön straff. Wenn wir jetzt mal gucken, das ist richtig schön straff, passt das hier rein und hält es auch gut fest. Die passen wunderbar in das Loch rein und die ziehen sich jetzt auch nicht so leicht raus. Also ihr seht ja, dass die alle richtig schön vernünftig drin sind und die halten. Die zweite Sache, die ich nachgebessert habe, ich hatte ja zum Anfangen mit, ich glaube, 2 5er Nägel und das war für die Dübel war das zu dünn gewesen. Ich habe das nochmal nachgebessert und habe das mit... Hab dickere Dübel genommen, dickere Dübel, dickere Nägel, ja, und zwar
Ja, 3,8, das sollen wahrscheinlich 4er, 4 mm Nägel sein. Die habe ich genommen, abgeflext. Und die sind vom Durchmesser jetzt ja, ideal für diese Dübel. So, wie habe ich jetzt die alten Nägel rausgekriegt, werdet ihr euch fragen. Die hatte ich ja eingeklebt. Ich habe die Nägel also mit dem Feuerzeug nochmal heiß gemacht. Und dann konnte man die wunderbar rausziehen wieder aus dem Plastik. Hab die dann mit einem 4er Bohrer nochmal leicht aufgebohrt, das Loch, und mit Sekundenkleber wieder eingeklebt. Und ich muss sagen, ich bin ja, also von der Variante jetzt total begeistert. Ja, also man sieht ja hier, das guckt jetzt immer noch raus. Die gucken jetzt ungefähr so, was sind das, 2,5, ja, 2,5 Zentimeter gucken die ungefähr raus. Und man kann das jetzt wirklich schön befestigen, die Tafel. Also das geht richtig. Das ist schlüssig, das passt. Das wackelt nicht. Also das ist, ja, bin total begeistert. Also die olle Halterung hier, die kann ich weghauen. Gut, das Loch, das werde ich jetzt mal gucken. Weg von hinten werde ich ein Stück, kleines Stück Blech rankleben und dann werde ich das verspachteln. Das muss, denke ich mal, sowieso, will ich das irgendwann, wenn ich Zeit habe. Ja, Witz, lass nach. Wenn ich Zeit habe, dann werde ich das nochmal hier neu lackieren. Aber so ist das eine tolle Sache. Das kann natürlich sein mit der Zeit, wenn man das natürlich jetzt 30.000 mal rausnimmt, dass man vielleicht die Dübel auch mal austauschen muss, ne? Wenn die zu weit, zu doll nachgeben, ja. Aber so an sich ist das, muss ich sagen, total begeistert. Ja. Super, einwandfrei. Also kann ich nur empfehlen. Ne? 6er Dübel von Fischer, die passen da wunderbar drin, auch von der Struktur her, einwandfrei. Wenn es zu eng ist bei euch, dann könnt ihr die auch hinten, wie gesagt, so ein bisschen einschneiden, eine Seite. Ja, denn, aber das ist einwandfrei. Und 4er Nägel, ein Uffi-Board, eingeklebt mit Sekundenkleber, eine tolle Sache. Also ich bin begeistert, das hält, ich denke mal, das ist ja besser als Original. So, bevor ich mich jetzt verabschiede, jetzt heißt mir endlich mal der Name wieder. Ich habe noch mal nachgeschaut. Willi Zunker. Willi Zunker, du bist echt ein Genie. Vielen, vielen Dank für diesen Tipp. Ja, also das, ich bin wirklich total begeistert. Das funktioniert. Ich glaube auch, du bist ein Ossi. Ja, also auf so eine Idee kommt man auch nur als Ossi. Einwandfrei. Vielen Dank, Willi. Top. Also große Spitzenklasse. Ich bin echt dankbar und zufrieden, dass ich das nachgemacht habe. Und ich denke mal, da werden auch einige Multikarianer von profitieren, ja, weil ich glaube, diese originalen Halterungen, die da dran sind, die sind bei jedem zweiten Multikar, denke ich mal, abgebrochen. Ich würde fast behaupten, bei jedem Multikar abgebrochen. Also ich habe noch keinen heilen M24, M25 gesehen, wo diese Armaturentafel da irgendwie original dran ist. Meistens sind hier irgendwelche Schrauben, irgendwelche Halterungen hier, 30.000 Schrauben ringsherum. Ja, obwohl ich sagen muss, das von Christopher, das hat mir auch gut gefallen. Mit diesen zwei dezenten Schrauben hier an der Seite, das war auch okay. Aber gut, ich bin ja manchmal auch ein bisschen eigen. Christopher, sei mir bitte nicht böse. Manchmal bin ich halt auch ein bisschen ein seltsamer Mensch und deswegen, ich wollte, dass man das nicht sieht und dass das so originalmäßig aussieht. Ja, okay, super, toll, einwandfrei. Instrumententafel, da ist mir ja diese ganze Lampengeschichte, die ist mir hier rausgefallen, auch mit diesen Streuscheiben und mit den bunten Scheiben. Farben und so für die Anzeigen, alle rausgefallen. Aber gut, dann kann man das wenigstens alles mal vernünftig. Und dann habe ich das mal sauber gemacht und ich wusste ja nicht, wie hell das sein kann, ja. Also, wenn man das jetzt mal so veranschaulicht oder wenn man das mal so sieht, das ist ja Wahnsinn. Da ist ja richtig Licht hinter. Also, wenn man das mal ein bisschen sauber macht, alle Achtung, habe ich nicht gedacht. Ja, cool. Wenn euch das was gebracht hat, dieser Tipp, ja, freue ich mich natürlich. Positiven Kommentar, ein Abo, ein Like, weiterempfehlen. WhatsApp, Instagram, Pipapo und ansonsten, ja, wir sehen uns beim nächsten Thema wieder, wa? Macht's gut, euer Multicut-Channel. Thank you.